K-Worlds Entertainment. K-Worlds Entertainment. Intel BattleEye Telemetry. Mountain Blade Bannerlord Saga. Yeah. Ja, ein Spiel, auf das ich lange gewartet habe. Und als erstes machen wir mal die coole Mucke leiser. So, leider noch nicht auf Deutsch. Early Access ist mir eigentlich Wumpe. Hauptsache, es geht endlich mal weiter mit Mountain Blade. Ja. Habe ich mir damals, als ich noch jung war, in der Videothek ausgeliehen. Die meisten kennen das gar nicht mehr. So, wir können ein Custom Battle machen. Ich wollte nur mal kurz reingucken. Player Arco, was ist denn für eine Fraktion? Empire. Achso, die Icon ändert sich hier nicht. Doch. Aha. Sehen alle so arabisch aus. Ich nehme einfach mal irgendwas. Ich will einfach mal kurz das Feeling haben einer Schlacht. So, es ist einfach so ein Testgeraffel. Also es ist einfach mal so eine Testschlacht. Es ist ja schon eh und je so ein Sandbox-Spiel gewesen. Scheiße. Wirklich nicht. Ich weiß gar nichts. Bin ich jetzt alleine Bogenschütze oder was? Ach du Scheiße, wie geht das? Scheiße, bin so schlecht. Und den ersten haben wir gekillt. You have won a battle. Das war nicht ganz das, was ich haben wollte. Army Size, ah. 250? Machen wir mal. Ich hätte aber gern einen anderen Kämpfer. Ich bin nicht so bewandert mit Bogen, wie ihr gerade gesehen habt. Der hat aber auch Bogen. Der hat ein Schild und ein Schwert. Okay, den nimm mal. Mal gucken, 250, ob er das hinkriegt. Das war damals schon in dem alten Bannerlord-Saga, ich glaube, stabil lief es nur gefüllt mit 100. Ey, alles Kavallerie. Man kann den Einheiten noch irgendwie Befehle geben. Aber das schenken wir uns mal. Preis umgucken ging das auch. So, Männer. Heute ist der Tag. Der Early Access von Mountain Blade 2 beginnt. Hört ihr sie? Sie wollen uns den Early Access wegnehmen. Wir müssen sie aufhalten. Wir müssen in Linie stehen bleiben. Ach Scheiße, Attacke, wie gebe ich den Befehl? Los! Mount, nee, warte mal. Change oder so, das hört sich gut an. Attacke, los, holt sie euch. Aua, mein Pferd hat 2 Headshots bekommen. Scheiß berittene Bogenschützen! Ach, ich habe ja Infanterie. Das ist natürlich, die laufen sich jetzt im Wolf. Aber der Feind hat doch auch irgendwo. Da hinten sind sie. Er lockt uns erstmal weg. Scheiße. Los, nieder mit den Leuten da! Für Rohan! Los, Schwert, such! Such, Schwertchen! Bleib stehen, du! Bogenschütze! Ja! Hab ich ihn gekillt? Ah. Bleib stehen, du kleiner Bastard! Schildwall!
Achtung! Formieren! Ah, Falle! Geil, die machen selbstständig einen Schildwall. Geil, Sir. Nein, mein Pferd! Ihr Bastarde! Sammeln! Wie ist der Sammelbefehl? Nein! Ich bin tot! Ich bin tot! Ja, diese Befehle sind sehr wichtig. Ja, scheiße, wir haben verkackt. Ja, Endbattle, ich bin down. Ich habe auch schon einen Fehler gesehen. Viele Tasten, Kommandotasten sind wie bei Battletech, also MechWarrior, auch in den F1-Bereich. Das ist natürlich unschön, weil ich darüber immer aufnehme. Gut, Custom Battle Campaign, ja. Also es gab früher auch keine Kampagne, es ist halt einfach ein offenes Spiel. Ein großes, und man kann sich einer Fraktion anschließen. Also sowas früher. Ich hoffe, sie machen jetzt nicht irgendeinen Charakter, eine richtige Geschichte rein. Ah, die Musik ist auch zu laut. Also du kannst Händler werden, Räuber. So, jetzt können wir unsere Kultur. Das sind nur sechs Kulturen. Nein, ich wollte nicht zurück. Obwohl, wenn wir zurückgehen, hätten wir ja mal quasi den Ton ändern können. Also wenn es nur sechs Kulturen gibt, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Weil aus dem alten Spiel waren es auch gefühlt... Ich glaube, die Rasse gab es damals sogar schon. Aber es gab doch irgendwie 8 oder 10 Stück, aber ist jetzt nicht so schlimm. Vielleicht kommt das noch. Ist Early Access. Also alles gut. Es können auch Bugs passieren. Aber ich bin froh, das mal zu spielen zu können. Als ich es damals gespielt habe, das allererste Mal, war es auch schon 2, 3 Jahre alt. Und das erste Mount & Blade war jetzt auch kein grafisches Wunder. 20% mehr XP für Troops from Battles. Ah, das gibt noch besondere Sachen. Forwards gives 10% less speed penalty of parties. Ah, und. Mein Englisch ist jetzt ein bisschen bescheiden. Das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Das gibt irgendwas 30% auf Karawan oder was? Construction Speed. Naja. Ich nehme einfach hier die Truppen-XP. So. Ja. So sehe ich auch in echt aus. Pull back! Soldiers! 3 Stimmen nur. Wall, now! Hold your ground! Close in! So, nein. Muss schon zustehen. Was ist das denn hier? Voice Pitch. Höhe, das ist klar. Pace up! That is up! Was? Line up! That is up! Ich dachte, das hat was Voice Pitch, hat was mit der Sprache zu tun, aber ich höre mich da wohl. So, Hautfarbe in echt bin ich ganz blass. Oh, man kann sich auch richtig dunkel machen, schön. Ich bin immer ganz blass. Ja, so, Augenringe habe ich auch. Komm, kann ich mit leben. Aber das Gesicht gefällt mir nicht. Kann ich da ein bisschen andere Face machen? Oh. Man kann sich das alles schön einstellen. Habe ich jetzt eigentlich keinen Bock. Gibt es keine vorgefertigten Gesichter? Sehen alle scheiße aus. Ja, gut. Ich glaube, das ist der Hopfen Malz verloren. So. Wichtig ist Bart. Da sehe ich nichts. Wo ist denn hier Bart? Jetzt ist irgendwie das Mund.
Das sind Lippen. Oder ist es generell nur Mouth? Ja, Mouth interessiert mich nicht. Hair. Ah. Hier, so einen räudigen Langbart nehmen wir. Ja, der sieht cool aus eigentlich. Oh, so richtig. Oh nee. Wir wollen so einen richtig harten. Sieht aber, hat aber auch was. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Wir nehmen den hier. So, und meine Mina, ich habe. Eigentlich so eine Frisur, aber wir passen uns der Zeit mal an und nehmen sowas. Dreadlocks des Grauens. Ach komm, dann nehmen wir mal ruhig das hier. Und ich hätte gerne immer gerne, ich mag rote Haare so. Geht das? Das ist aber alles braun. Habt ihr kein Rot? Hm. Schon wieder für alte Leute. Naja, nehmen wir den braunen Ton. Mal noch irgendwas. Clothing. Oh, es ist, ich will kein Bogenschütze sein. Nimm das weg. Nimm das weg. Ach komm, next. So, choose your family. Ja. Es gab auch im ersten Teil schon so, eine Background-Story, die dir entweder Vorteile oder Nachteile gegeben hat. Also ich bin der Meinung, das war so. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was... Ah, da. Ja. Die sind schon mal sehr sozial. Barons. We Trainers. Trainer? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das Skill, was das hier mit Schmieden heißt. Konnte man früher auch schon schmieden? Hm. Intelligenz für Baumeisterei, Heilung. Charme. Two-Hand Weapon. Ja, komm, ich nehme den Schmied. Your skill with horses. Aha, wir werden dann so eine Nahkampfsau mit. Wohl Taktik könnte auch interessant sein. Ja, wir nehmen mal Taktik, weil. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber. Leadership, umso mehr Leadership du hast, oder Führung war das, glaube ich, umso mehr Leute kannst du in deiner Armee rekrutieren. Das nehmen wir natürlich. Ach, Reiten. Ich glaube, Reiten muss ich auch können. Oder gelernt haben, damit ich überhaupt ja, reiten kann. Hm. Wobei Einhandwaffe wäre auch toll. Na komm, wir nehmen Reiten. Kein Bogenschütze sein, um Gottes Willen. Ich habe eigentlich immer alles gemacht, aber Armbrust hatte ich dabei, weil Bogen kacke war. Pferd hatte ich immer. Zweihandwaffe, glaube ich, und oder Einhandwaffe, eins von beiden, aber irgendwie war ich alles. Ja. Skirmisher. Ich weiß noch nicht, was hier Vorteil bringt. Ich mache erstmal wieder generell Infanterie. Und Taktik nehmen wir nochmal.
So, jetzt könnte man alles sich durchlesen, aber ich verstehe eben nur die Hälfte. Ich gehe jetzt hier grob nach den Werten. So, Scouting. Scouting ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Sozial, wir sind sehr sozial. Dann nehmen wir das doch mal. Und das ist Charme. Charme zu haben ist ja nie verkehrt. So, enter your name. Nee, wie hießen... Wir heißen immer noch hier, gucke mal. Heinrich. So. Ist auch gut, dass wir es nicht durchgelesen haben. Wir müssen einfach mal ein bisschen Gas geben. Wir wollen ja mal spielen. Oh, Enable Death. Ich wollte es auch eigentlich so spielen, dass man nur einmal leben kann. Ich weiß nicht, ob es im Alten auch so ging. Aber die Grundidee, die ich mal zu dem Spiel hatte, ein Video zu machen, war einfach wirklich zu versuchen, ein Leben zu leben, quasi. Da muss man sich echt jede Schlacht überdenken oder überlegen, darf nie einen Fehler machen, aber das war so meine Idee mal. Oh, ich habe jetzt ja keinen Bock auf Text. Ups, habe ich jetzt... Das Tutorial über... Habe ich das jetzt übersprungen? Go back to training. Ja, ich will trainieren, ja. Ich brauche Training. Sondern das Hottehü-Training. Schwertkampftraining. Das selecten wir mal. So, hier ist es auf jeden Fall einfacher als bei dem Spiel. Was, wie hieß denn das, was ich jetzt getestet habe letztes Mal? Ach. Ich hab's vergessen. Da musste man ja gucken, auf welche Richtung man. Oh, habe ich getroffen. Na komm. Defend vom Left. Ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Ich soll so in die Richtung gucken und dann... Hä? Ich hab noch nicht so verstanden, was der will. Achso, Attack. Okay. Nee. Entschuldigung. Aha. Haben wir schon mal gelernt, das ist ja der Hammer. So. Scheiß Verein. Muss ich denn nochmal rein? Falsch, andere Seite. Okay, das war doch recht einfach. Haben wir hier. Zweihand. So. Aua! Geh doch mal sterben!
Geht doch. Ach, jetzt nochmal gegen den Veteran. Okay. Heidi ho, Schweinebacke. Was hält er denn aus? Ja, Hammer, ne? Gut, ich bin da mal weg. So. Melee Training, Range Training und Mounted Training. Und dann trainieren wir weg. Gerade das Bogenschießen ist, glaube ich. Ich habe da vorhin voll verkackt. Armbrust ist, glaube ich, einfach. Wir nehmen trotzdem mal den Bogen. So. Scheint doch nicht so schwer zu sein. Läuft alles mit der linken Maustaste. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir vielleicht, dass ich vielleicht, ja, wie soll ich sagen, rechte Maustaste, so ähnlich wie bei Conan und dann Feuer frei, aber irgendwie geht das. Sehr einfach. Sehr einfach. Javelin Training. Crossbow. Ach, das sind hier noch, Wurfspieße. Ah, die muss man einen Tuck höher packen. Oh, ein ganzes gut Tuck höher. Alter. Hör, du Horst. Aber ich muss schon mal sagen, grafisch ist das schon mal hübscher als das alte. Und das ist hier noch eine Early Access. Das ist ja auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, aber ich bin erstmal für das, was ich hier erwartet habe, zufrieden. Sprache ist noch ein großer Punkt, der mich ein bisschen ankotzt, aber hm? War ich fertig? Wollte ich auch sagen, der muss ja flitzen wie eine Eins hier, der Junge. Eigentlich ist das Bogenschießen sehr einfach, muss ich sagen. Also, Armbrustschießen ist noch einfacher, weil zielst genau mit dem Kreuz an und es ist auf jeden Fall ein Treffer. Es ist. Achso, scheiße, ich hätte hier nochmal irgendwie abschließen müssen. Habe ich nie abgeschlossen, das ist natürlich ärgerlich. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das so als Let's Play interessant ist. Also, wie gesagt, darum die Idee. Vielleicht ein Leben quasi und dann mal gucken, ob man es einstellen bekommt. Das Spiel ist auch so Trial and Error, ne? Also war es für mich damals. Du hast keine Info gekriegt, wie das Spiel läuft. Das ist einfach so, hier, freie Welt. Zieh zu. So, ach, da hinten sind noch welche versteckt. Die habe ich nicht gesehen. Ist ja manchmal nicht verkehrt, einfach mal in so eine Welt reinzufliegen und dann so, boah, mach mal. Das Sword-Training ist nicht zu Ende. So. Dann auf dem Pferdchen. Das geht. Ja,
Dafür verschieße ich ganz schön. Ich habe keine Ahnung, wie der Parcours geht, aber... Oh. Muss auch aufpassen, dass ich auch alle Ziele erwische hier. Später mit echten Zielen ist das natürlich wieder eine ganz andere Baustelle. Aber ich laufe den Parcours jetzt nicht 3-4 Mal ab, ey. Den Schuss. Das ist das einzige Training und dann geht das. Ich wollte nochmal wissen, wie es mit dem Bogenschießen geht. Das kann man ja mal später nochmal nachholen. Früher gab es Arena-Kämpfe. Das könnte man damit jetzt auch machen. Oh, wir sind durch. Autsch! Ja, ganz schlecht. Gut, steigen wir vom Pferdchen ab. Wie steige ich vom Pferdchen ab? Y, klar. Gut! Dann verlassen wir das Ganze jetzt hier. Ich hoffe, wir können es einfach so verlassen. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt weiter zu trainieren. Gerade für den Schwertkampf habe ich nicht gerafft. Aber wir haben noch viel gemacht. Ach so. Mit dem Speer hätten wir auch noch machen müssen. Ah. So, das war jetzt das Trainingsfeld. Und was nun? Wir wollen es verlassen. Bla. Select your family name. Löwe. Löwe is my family name. Und dann brauche ich auch einen Löwe, bitte. Sieht schon so ähnlich aus wie der Braunschweiger Löwe, wenn ich mich recht erinnere. Oder wie der britische. Das sieht eher nach einem Greif aus. Dann nehmen wir den. Aber wir können auch den nehmen hier. So, dann hätten wir... Genau, blau-gelb. Ich bin zwar kein Fußballfan, aber Eintracht. Wo wir könnten auch wie die Niedersachsenflagge rot und... Doch nicht. Naja, nimm mal rot. Was ist das mit Zeiss? Das Logo? Background Color, aber dieses... Ah, jetzt geht's. Ach, das war gelb. Das erkennt ja keine Sau, dass es gelb ist, weil es ausgewählt ist. Ich dachte vielleicht was Weißes. Nee, komm in dem Gelb. So, wir sind ein Krieger und mal rauszoomen, wie groß ist denn die Welt? Okay. Ah. Das sind auf jeden Fall die nördlichen Fraktionen. Ich glaube, die Städte hießen auch früher so, weil ich hier die Wikinger-mäßig gespielt habe. Aber die Araber, die waren früher mehr... Oh, hier, das war... Das sind so Inseln dazwischen. Das finde ich cool. Das war früher nicht so. Hm? Ja, was machen wir nun? In der weiten Welt? Es gab früher immer Infos, aber wir haben Quests. Das ist natürlich super.
grow your party to 20 men. Ja, ich bin nur einer. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir reiten auch erstmal hier zur Stadt. Oder suchen erstmal Freiwillige in den Dörfern. So lief das früher. Wir haben ja 1000 Taler, 1000 Dinars. Ich sag 1000 Gold, so. Und dann ist man da immer hingegangen, hat gesagt, hey, man kann mit den Leuten quatschen. Man kann auch Truppen rekrutieren. Ach, der kostet jetzt richtig Asche hier. Früher waren die komplett doof. Jetzt ist immer nur einer, ne? Level 6. So, mal gucken, was der uns erzählen will. Hier, I am Heinrich. Oder, ja genau, sag mir mal deinen Namen. Ich bin Horst. Ich lebe hier. Scheiße. Ich muss jetzt gehen. So. Früher war das so, ja, wir sind jetzt mitten im Dorf. Das war der Dorfälteste wahrscheinlich. Im Hintergrund ist das Kind. Super. Und ja, hier konnte man immer, gab Missionen, da musstest du irgendwelche Verbrecher im Dorf finden. Oder die Banditen haben das Dorf angegriffen. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus und ich habe einen Streitkolben. So, ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wie komme ich hier weg. Ich würde jetzt gerne wieder auf die Map kommen. Ja, so schon mal nicht. Ich reite einfach mal aus dem Bereich raus. Aber stellt euch vor, wir hätten jetzt kein Pferd. Wir könnten jetzt nicht reiten. Dann müsste ja alles laufen. Wäre langweilig. Hoffentlich ist das Gebiet hier zu Ende. Nein. Das ist doof. Genau. Wir verlassen das Areal. Auch schön mit dieser unsichtbaren Mauer. Und dann rennen wir zum nächsten Dorf. Was immer gut war, war immer ein Ort zu finden, wo viele Barbaren waren. Hier ist auf jeden Fall ein Pferdehändler, wenn man es so sieht. Wenn das so stimmt, was da ist. Wir brauchen 20 Mann. Im Gebirge waren die immer sehr gerne. Ist ja alles voller Gebirge. Hier könnte... Gut ist auch immer ein Krieg. Dann können wir nämlich immer die anderen... quasi ausrauben. Das Problem, was ich nur sehe, ist... Ja, Charakter. Nee, mein Problem ist eher... Inventory und wir haben kein Essen. Weil die Leute müssen ja auch was essen. Ah, wir können auch hier Buy Products. Was habt ihr denn alles? Butter? Schafe. Ah, der hat auch außerhalb Schafe. Was ist denn Grain? Grain. Ah, Getreide, danke. Käse ist ja teuer. Der Wucher. Welcher Ambei? Nee. Am Anfang gibt es erstmal nichts zu kaufen. So, wir wollen nur normale Truppen. Vielleicht sollten wir auch erstmal Pause machen mit Truppen kaufen.
Take a hostile action. Nee, nicht hier. Die wollen uns ja hier einschleimen bei denen. Wobei es hat bei mir nie geklappt. Irgendwie konnte man nachts auch zelten, da konnte man Bücher lesen, whatever. Wir rennen nochmal in das Dorf. Ah, Banditen, Banditen, Banditen. Ah, scheiße. Wir müssen mal kurz... Ja, komm, ich brauche ein paar Truppen. Level 6, Level 6. Oh, der ist sehr gut hier. Kostet auch 50 Taler. Das ist mir zu teuer. Ich will erstmal nur Kruppzeug von euch allen. So, dann verlassen wir und wir holen uns die Barbaren. Barbaren hier. Sind sie hin? Man sieht doch keine Fußspuren mehr. Vielleicht muss man das noch lesen, lernen. Es gab früher Möglichkeiten, dass du die Fußspuren siehst. Oh, hier sind ja überall Banditen. Oh, Menschenjagd. Los, hopp, hopp, hopp. Wenn natürlich alle Kavallerie haben, also alle Pferde bei meinen Truppen, dann sind wir natürlich auch schneller. Aber... So. Was seid ihr für Pumpernickel? Surrender or die. Los, ich will euch schlachten. Attack. Ich sende nicht meine Truppen, ich sende mich selbst. Ich muss üben. Nee, die Waffe ist schon mal wichtig. So, was waren die? Ich muss mal kurz gucken. Soldiers! Ah, F1 Movements. Aua! Scheiße! Das sind die F-Tasten. Fuck, ich hab's geachtet. Ah. Get moving! Wie komme ich da raus? Jetzt seid ihr schon im Schlacht... Oh, ich wollte auch kloppen. Toll. Ja, wir haben drei Leute besiegt. Wir sind so geil. Ich muss das mit den F-Tasten eliminieren. Das ist störend. Oh, wir haben einen Prisoner. Prism is a dancer. Ja gut, dann nehmen wir den mit. Der haut bestimmt eh ab. Und dann... Ich habe eigentlich eher so auf sowas gehofft, genau. Dann nehmen wir mal alles mit hier. Kleidung. Siehst du, schon mal bessere Kleidung für den Heinrich. Das alles hier. Eine Weste. Ne, lassen wir so. So. Da kommen sie nachts raus, die kleinen Kackbanditen. Hier ist ein Versteck. 10, 14 Banditen. Und 14 Gold habe ich verloren, weil meine Truppen einfach Geld kosten, oder was? Ich weiß nicht, ob die Möglichkeit existierte. Ja. Attacke. Ey. Attack. Attack, Attack, Attack. So. Macht, was ihr wollt. Ich suche mir die jetzt. Ich will die jetzt auch mal töten. Feinde! Dup, 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 dup. Friss mein Streitkolben! Ja! Ah, ich nicht verliege. Ach, ich piekst dich, Alter. Ich piekst dich. Aua, aua, die schmeißen mit Steine. Ah, die schmeißt mich mit Steinen. Aua! Attacke!
Man kann sie auch schön niederreiten. Theoretisch. Der eine rennt da gegen die 15 an. Ah, nicht getroffen. Ja, ich muss das auch mal erstmal wieder lernen. Warte mal, ich gehe mal vom Pferd runter. Ich gebe dir einen fairen Kampf. Hey! Runter hier. Geh vom Pferd. Wieso kriege ich das nicht hin? Ich wollte doch vom Pferd. Oder bin ich zu schnell? Ah! Der hat mich erwischt. Halt, stopp. So nicht. Muss ich erst vom Gas geben? Ah, jetzt ist er schon tot. Wieso kann mich hier nicht vom Pferd runter? Ach, scheiße. Ja, gewonnen. Jetzt steige ich wieder auf mein Pferd. Ja. Wir sind ja echt cool. Ah, hier gibt es auch Getreide. Rüstung nehmen wir mit. So, da ist noch mehr Trüppchen. Hier, die Sechster. Hallo, ihr kleinen sechs schönen Leute. Bleib stehen. Luthers. Ist mir egal, wie sie heißen. Müssen sterben. Die Frage ist, was ich habe, gehören wir schon zu irgendeinem Reich dazu? Oh, wir können nur drei Champignons haben. Ah, wir haben noch einen Gefangenen, ne? Wollen wir den vielleicht rekrutieren? Ah, noch nicht. Aber vielleicht später? Na, wo wollt ihr hin? Na, wo wollt ihr hin? Ah, so schön in Überzahl. Ja. Oh, siehst du schick aus mit deinem Matschauge. Attacke! Ja, mit diesen automatischen Gefechten hatte ich früher immer große Probleme, weil ich da sehr gut häufig auf die Schnauze gekriegt habe. So. Soldiers! Infantry! Move out! Aha. Ich will auf, ich will auf. Ich will auf. Scheiße. Machen ja alles ohne mich. Ach, wir haben ja echt noch Platz. Das ist schon mal eine gute Gegend. Truppen. Waren wir schon bei dem Dorf hier? Nee, ne? Wir sind ja hier einmal rumgelaufen. Und hier unten ist auch ein Dorf. Dann wir da mal runter. Da sind nochmal 5 Looters. Nochmal 5. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, die ganze Zeit diese Kleinstgruppen auseinanderzunehmen. So, Byproducts. Clay, nee, Clay brauche ich nicht. Canceln wir mal. 5 Freiwillige brauchen wir noch. Ja, Hammer.
Jetzt habe ich doch eigentlich hier die Mission. 20 haben wir. Na gut, 1000 Dinare haben wir nicht mehr. Jo, machen wir nu. Wir können hier mal versuchen, hier dieses Hideout einzunehmen. Und wenn wir das gemacht haben, gehen wir mal in einer Stadt. Aufwand nicht wert. Genau, hier unten links, diese Questlogs müssen wir uns echt nicht, dass wir außerdem dann irgendwann, wenn wir der Fraktion zugehören, im Krieg sind und wir das nie mitkriegen und dann auf einmal von, ja, jemanden angegriffen wird, der natürlich stärker ist. Kann man den angreifen? Da war der. Oh, wir warten, bis es... Ey, die kosten daily den ganzen Tag so viel Geld. Also vom Spielprinzip hat sich nichts geändert. Attack! Aber oh, funktioniert ja auch, aber wie gesagt, bisschen mehr... Story und so. Na, Story sei schon. Könnt ihr nicht einfach mir moven und folgen? Follow me. Problem ist, wenn ich die F-Taste drücke, dann ist vorbei mit der Aufnahme. Ist irgendwie beschissen. Au! 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 Ah! Ich laufe! Ah! Seine Waffe ist länger als meine! Tötet ihn! Danke! Oh, der hat mich fast gekillt, diese Sackratte! Ja, wollt ihr kämpfen? Hallo? Kämpfen? Ich schicke euch jetzt immer vor. Okay, hier ist keiner mehr. Dann schicke ich euch jetzt da runter. Los, Männer, kämpft! Holt sie euch! Ich habe ja schon mal richtig gut ausgeteilt. So, den einer könnt ihr euch schnappen da. So. Gucken wir mal. Hinten ist ein ganzer Sack von denen. Gehen wir schon mal hier rüber. Das sind bisher so die Speereinheiten gewesen, ne? Jetzt könnte man schön von dort drüben mit Bogenschützen draufschießen und dann von der Seite hier mit Infanterie kommen, bis sie im Fluss sind. Ah ja, oder da ein bisschen Infanterie, hier ein bisschen mehr. Und wenn sie die zum Bogenschützen laufen wollen, hinterher. Los, Männer, Attacke! Los! Aua! Holt sie euch! Los! Bandit euch neue Waffen! Das war immer noch nicht die Basis, ne? Oh, Gratiswaffen.
Die sind hier voll verteilt. Wird ja voll das lange Gefecht. Von Zelt zu Zelt laufen. Gott sei Dank haben sie über ihr Lagerfeuer aufgemacht. Das würde ich die ja gar nicht finden, die Leute. Hier ist zum Beispiel keiner. Der schläft da schon. Da hinten, da hinten. Die sind alle für euch. Los, los, los. Tötet sie. Gut macht ihr das. Ich bin stolz auf euch. Ein bis zwei Zelte noch. Ah, hüpfen kann man auch. Cool. Ah, ist leer. Sieht auch leer aus da unten. Na, ich höre sie schon. Auf die andere Seite. Okay, weiter, weiter, weiter. Das war schon alle. Oh nein. Jetzt kommt noch ein Trupp zurück. Nein! Ich will nicht nach vorne. I don't fight duels with. Ah, nein, nein, nein. Scheiße. Das falsche gewählt. Nein. Oh nein, das wollte ich nicht wählen. Jetzt habe ich verloren oder was? Och, scheiße. Shame. Ja gut. Früher war das immer so, dass es dann meine... Ja. Ich bin ein Prisoner und irgendwann komme ich frei und ich habe nichts. Nein, wir warten. So. Ja. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Naja, ein bisschen die Ausrüstung habe ich behalten. Aber ein bisschen Geld und ja, die Truppen sind weg, ne? Gut, ich hoffe, ich habe euch einen schönen Einblick gegeben. Wir haben nicht viel gerissen. Aber hey, das ist Mountain Blade. So ist das halt. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne mal ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.